zukommen. Nun freue ich mich, euch heute Morgen mit hineinzunehmen in die Vision 2030 der CG Elmding. Und der ein oder andere wird es schon gemerkt haben, dass wir Faltkarten hier auf die Stühle ausgelegt haben. Und tatsächlich soll die Vision 2030 der Schwerpunkt und der Inhalt dieser Predigt sein. Und jetzt fragst du dich vielleicht, ja okay, warum Vision 2030? Wieso Vision im Rahmen eines Gottesdienstes, im Rahmen einer Predigt? Vielleicht bist du Teil der Gemeinde und du hast Interesse an dieser Vision. Du bist gespannt, was Gott hier in diese Gemeinde hineingelegt hat und wie wir das Empfinden haben, wie Gott die Gemeinde auch in den nächsten Jahren führen wird. Vielleicht bist du aber auch einfach heute Gast hier in diesem Gottesdienst. Du denkst, okay, jetzt kann ich ja gleich wieder abschalten. Ich kann eigentlich gleich wieder gehen. Was soll denn diese Vision mit mir mit meinem persönlichen Leben zu tun haben? Ich möchte euch einladen, einfach mit offenem Ohr, mit offenem Herzen zuzuhören, weil ich bin davon überzeugt, dass Gott heute zu jedem von uns sprechen will, dass er etwas Neues in unser Herz hineinlegen will oder uns vielleicht an Dinge erinnern will, die wir irgendwie im Laufe der Zeit vergessen haben. Wir sind als Gemeindeleitung davon überzeugt, dass Gott etwas Neues in unsere Gemeinde hineinlegen will und dass Gott auch heute Morgen diesen Gottesdienst gebrauchen will, um uns an seinen Herzschlag für diese Gemeinde zu erinnern. Und dazu will ich euch mit hineinnehmen, die Vision 2030. Diese Vision 2030 habe ich nicht irgendwann an einem Nachmittag geschrieben, auch nicht wir als Gemeindeleitung, sondern es fanden bereits 2019 zwei Visionsforen statt, an denen wir uns als Gesamtgemeinde getroffen haben, an denen wir uns ausgetauscht haben, in denen wir gemeinsam im Gebet waren, uns nach Gott ausgerichtet haben und gefragt haben, was hältst du bereit für diese Gemeinde? Und aus diesen Visionsforen ist dann diese Vision 2030 entstanden, in die ich euch heute mit hineinnehmen will. Warum also Vision 2030 im Rahmen eines solchen Gottesdienstes? Die Vision oder eine Vision hat die Kraft und hat das Potenzial, Menschen zu mobilisieren. Warum? Weil die Vision ein Bild der Zukunft zeichnet, das hoffnungsvoll ist und Leute veranlasst, sich auf den Weg zu machen. Keine Kosten und Mühen zu scheuen und sich auf den Weg zu machen, um das Bild, was in der Zukunft gezeichnet wird, zu erreichen und zu realisieren. Eine Vision kann Menschen helfen. Eine Vision ist zutiefst biblisch. So ist auch unsere Vision auf der Bibel gegründet. Eine Vision ist biblisch und zieht sich durch die ganze Heilsgeschichte Gottes mit der Menschheit hindurch. In Sprüche 29, Vers 18 heißt es zum Beispiel, ohne Vision verwildert ein Volk. Ohne Vision verwildert ein Volk. Warum ist das so? Es macht wohl einen Unterschied, ob jemand eine Vision hat für sein Leben oder eine Gruppe eine Vision hat für eine Sache oder eben nicht. Weil eine Vision hilft, sich zu fokussieren, sich Gedanken zu machen, wo sind wir gerade und wo wollen wir hin. Eine Vision kann Orientierung geben. In diesem Sinne verstehen wir Vision 2030 auch der CG Elmding. Und dann denke ich an verschiedene Personen und Personengruppen aus der Bibel, die immer wieder Vision von Gott empfangen haben und sich aufgrund der Vision auf den Weg gemacht haben. So denk zum Beispiel an das Volk Israel, wie es in Ägypten war und sie diese Vision empfangen haben, dass sie von Gott selbst in ein Land geführt werden, wo Milch und Honig fließt. Was für ein Bild! Gibt es tatsächlich ein Land, wo Milch und Honig fließt? Diese Beschreibung dieses Landes, das hat sie mobilisiert, das hat sie wachgerüttelt und sie wurden durch Gott anhand von Mose durch die Wüste geführt und tatsächlich eines Tages erreichten sie das verheißene Land, wo Milch und Honig fließt. Sie haben sich auf den Weg gemacht, weil sie Vision empfangen haben. Ich denke an Nehemia, der im Exil lebte. Und ihm mitgeteilt wurde, dass die Stadt Jerusalems zerstört ist. Wüst und leer, alles Asche und Schutt. Und es brach sein Herz. Er war davon zutiefst bewegt, dass er weinen musste, dass er ins Gebet gegangen ist und dass dann Gott ihm eine Vision aufs Herz gelegt hat und er sich diese Vorstellung gemacht hat, wie wäre es,
wenn die Stadt Jerusalem wieder aufgebaut werden würde, wenn diese heilige Stadt Jerusalem mit dem Tempel im Zentrum, wenn diese Stadt wieder Mauern hätte, wie wäre das? Und er wird von dem König angesprochen, er erzählt ihm seine Gedanken und er wird im Auftrag des Königs losgeschickt, die Mauern Jerusalems wieder aufzubauen. Und Nehemia schart Leute um sich herum, die Rückkehrer nach Jerusalem, und sie bauen trotz großem Widerstand diese Mauern Jerusalems wieder auf. Warum? Weil eine Person, weil ein Mann eine Vision Gottes empfangen hat. Und er macht sich auf den Weg. Visionen haben die Kraft, Menschen zu mobilisieren, sich auf den Weg zu machen, weil da etwas ist in der Zukunft, was hoffnungsvoll klingt, wo es sich lohnt, sich auf den Weg zu machen. Es macht übrigens auch einen Unterschied, ob du eine Vision für dein Leben hast oder nicht. Menschen, die eine Vision haben, die sind öfters fokussierter in ihrem Leben. Die wissen, warum sie es gibt und wohin sie wollen. Jesus selbst hatte eine Vision über sein Leben. In Lukas 4 heißt es unter anderem, dass er sagt, ich weiß, warum ich gekommen bin. Den Armen das Evangelium zu bringen, die Schwachen wieder aufzurichten, die Blinden sehend zu machen. Ich bin gekommen, um mein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und genau darauf fokussierte sich Jesus in seinem Leben. Beginnend als er 30 war. 3 Jahre lang. Und er starb für dich und für mich am Kreuz. Und er wurde auferweckt und er wurde erhöht und sitzt zur Rechten Gottes. Später, Petrus erhielt eine Vision, die ihn und die ersten Christen dazu veranlasst hat, dass auch Nicht-Juden das Evangelium hören dürfen. So wie du und ich. Weil Jesus nicht nur für die Juden, für das Volk Israel gestorben ist und der Messias ist, sondern für die gesamte Welt, für dich und für mich. Eine der bekanntesten Visionsreden, die wir wahrscheinlich die meisten von uns kennen, ist die von Martin Luther King. 1963 bei dem Marsch auf Washington. Er macht es spontan. Er teilt plötzlich sein Herz vor den Massen an Leuten und er sagt, I have a dream today. Und er zeichnet dann ein Bild von der Zukunft, das hoffnungsvoll ist, nachdem er sich sehnt. Und er zählt die unterschiedlichen Punkte auf und unter anderem sagt er, wie wäre es, wenn meine Kinder eines Tages nicht aufgrund ihrer Hautfarbe bewertet und beurteilt werden, sondern aufgrund ihres Charakters. I have a dream today. Und zur damaligen Zeit war das scheinbar unmöglich. Manche haben vielleicht gedacht, das ist doch ein Spinner. Ist doch nur ein Traum. Aber was wäre er gewesen, hätte er nicht diesen Traum geteilt? 5 Jahre später wurde Martin Luther King ermordet. Er hat vieles von dem, was seither geschehen ist, nicht selbst miterlebt. Aber die Bürgerrechtsbewegung, sie gewann an Fahrt. Menschen haben sich eins gemacht, hinter dieser Vision haben sich auf den Weg gemacht und haben gesagt, ja, da wollen wir hin, da lohnt sich, da engagiere ich mich, da bringe ich mich mit ein, da bin ich mit dabei. Deshalb sprechen wir heute über Vision 2030, der CGM-Ding. Eine Vision, die uns neu erinnern darf und ermutigen darf, dass Gott mit uns Geschichte schreibt. Und dazu dient diese Faltkarte, die ihr auf den Plätzen findet, und es dient diese Grafik im Hintergrund. Eine Grafik, die bestehend ist aus 3 Elementen. Ihr seht in der Mitte ein Schiff, und dieses Schiff soll die CGM-Ding darstellen. Die Gemeinde, und es ist bewusst ein Segelschiff. Warum ein Segelschiff? Weil ein Segelschiff die Bestimmung hat, mit seinen Segeln den Wind aufzufangen. Nur wenn die Segel den Wind auffangen, nur dann kann ein Segelschiff auch tatsächlich Fahrt aufnehmen. Ohne Wind keine Fahrt mit Segelschiff möglich. Dann ist Flaute, dann geht nichts. Und so kommt die zweite Grafik, das zweite Element dazu. Und da ist hinter diesem Schiff auf der rechten Seite ist
ein Wind angezeichnet. Dieser Wind ist notwendig, ist Grundvoraussetzung, dass das Segelschiff Fahrt aufnehmen kann. Und so wie dieser Wind notwendig ist für dieses Segelschiff, so ist die Mission Gottes für diese Gemeinde Grundvoraussetzung, dass es uns überhaupt gibt. Was meine ich mit der Mission Gottes? Die Mission Gottes vor Grundlegung der Welt war die, dass Jesus eines Tages für dich und für mich sterben wird, dass er auferweckt werden würde, dass die Beziehung zu Gott wiederhergestellt wird, dass Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott möglich ist, dass du und ich Anteil haben dürfen an der Freude Gottes, die in sich schon vollkommen ist in seiner Dreieinigkeit. Damit du und ich errettet werden aus Sünde, dass ein Herrschaftswechsel stattfinden kann von der Gottesferne in die Gottesnähe hinein. Und so gründet Gott durch den Heiligen Geist, wir kommen gerade von Pfingsten, seine Gemeinde, Ekklesia auf Griechisch. Und was heißt Ekklesia übersetzt? Die Herausgerufenen. Ja, woraus denn? Aus der Gottesferne in die Gottesnähe hinein. Die Herausgerufenen, diejenigen, die den Ruf Gottes für sich wahrgenommen haben und verstehen, ich brauche diesen Jesus, ich bin abhängig von Erlösung, ich brauche Vergebung. Und ich sage, okay, ich gebe mein ganzes Leben Jesus hin. Ich vertraue diesem Jesus und er darf mein Leben prägen. Ekklesia. Und seitdem treffen sich Menschen auf dem ganzen Globus, in allen Nationen, in allen Regionen, in allen Kulturen, nicht mehr in ihrem Namen, sondern im Namen Jesus, weil er derjenige ist, der sein Blut gegeben hat, damit wir Leben haben. Ekklesia, eine Versammlung von Gläubigen, um Gott die Ehre zu geben für das, was er ist, um ein Schaufenster zu sein für das Reich Gottes, um einander zu lieben, wie Jesus uns geliebt hat, damit jeder Mann erkennt, dass wir seine Jünger sind, um von dem weiter zu erzählen, was wir selbst empfangen haben, dass wir Heimat gefunden haben in Jesus. Das ist Grundauftrag jeder Gemeinde, ob hier in Elmding, ob in Nordkorea, in der Untergrundkirche, ob im Himalaya-Gebirge oder wo auch immer, egal welche Form es findet, ob sie sich im Stehen treffen oder im Sitzen, ob in schönen Räumlichkeiten oder in hässlichen Räumlichkeiten, ob in Räumen oder im Freien. Ekklesia, die Herausgerufenen, die Braut Christi. Deshalb gibt es diese Gemeinde hier. Weil Gott Geschichte schreibt mit seiner Welt. Deshalb sind wir heute hier. Deshalb feiern wir Sonntag für Sonntag immer wieder aufs neue Gottesdienst. Weil wir uns darin ermutigen wollen. Weil wir Gott die Ehre geben wollen für das, was er ist. Weil er der Grund unserer Freude ist. Weil er der Grund unseres Daseins ist. Dieser Wind ist unabdingbar für Gemeinde. Diesen Wind dürfen wir niemals aus den Augen verlieren. Wir können vieles veranstalten, vieles gestalten, aber wenn wir diese Missio Dei, diesen Auftrag aus den Augen verlieren, dann brauchen wir uns nicht Gemeinde nennen. Kommen wir zum dritten Element. Auf der Grafik, und das ist diese Insel, die hier angezeichnet ist. Vision, habe ich vorher gesagt, hat das Potenzial, Menschen zu mobilisieren und Menschen zu fokussieren. Wir sind davon überzeugt, dass wir als Gemeinde eingeladen sind, zu überlegen, wie stellen wir unsere Segel? Wie stellen wir unsere Segel? Wie sollen wir unsere Segel setzen, um in die eine oder die andere Richtung Fahrt aufzunehmen. Und diese Vision, die unterscheidet uns zu anderen Gemeinden hier in der Region und weltweit. Der Auftrag ist der gleiche, aber die Vision ist eine andere.
weil wir anders die Segel setzen, weil wir dazu eingeladen sind, Verantwortung zu übernehmen und Segel zu setzen. Das kannst du auch runterbrechen in deinen persönlichen Alltag. Wir sind von Jesus eingeladen, in Gemeinschaft mit ihm zu treten, unser Leben mit ihm zu gestalten und dann gleichzeitig zu fragen, Herr, was ist dein Auftrag für mich persönlich? Wie darf ich mein Leben dir zur Ehre gestalten? Wie darf ich meine Segel setzen? In dem Bewusstsein, dass nicht du dein eigener Antrieb bist, sondern die Kraft des Heiligen Geistes. Und so ist diese Vision 2030 entstanden mit 4 Visionsbausteinen. Und so sehen wir am Horizont eine Gemeinde, und das ist der erste Punkt, eine Gemeinde, die Jesus in der Region bekannt macht. Jetzt sagst du vielleicht, das ist doch nichts Neues. Ist doch selbstverständlich. Ist doch ein Auftrag. Wisst ihr, diese Vision, die Nehemia empfangen hat, die Stadtmauern zu bauen, war eigentlich auch nichts Neues. Da war doch die Verheißung Gottes, dass er sein Volk wieder zurückführen wird. Aber trotzdem braucht es diesen Moment der Vision, dass jemand ein konkretes Bild hatte der Zukunft und sich darauf auf den Weg gemacht hat. Und genauso haben wir dieses Empfinden, dass Gott neu in diese Gemeinde hineinlegt, dass wir uns auf den Weg machen dürfen und dass das in den nächsten Jahren ein Schwerpunkt sein soll in unserer Gemeinde. Dass wir es neu ergreifen, dass unsere Region Jesus braucht. Weil unsere Region, weil du und ich, wir haben selbst erfahren, ohne Jesus verloren sind. Lukas 15, du kannst dieses Kapitel mal diese Woche lesen, da gibt es verschiedene Gleichnisse, wo Jesus es deutlich macht, was diese Verlorenheit bedeutet. Die verloren gegangene Münze, der verlorene Sohn, das verlorene Schaf. Und wie etwas wiedergefunden wird. Wenn etwas verloren gegangen ist, wie ein Schlüssel, der nicht mehr in deiner Hosentasche ist, sondern an einem anderen Ort, dann ist er nicht mehr am Ort seiner Bestimmung. Er ist nicht mehr am Ort seiner Heimat in deiner Hosentasche. Er ist verloren gegangen und deshalb machst du dich auf die Suche. Und genauso macht sich Gott auf die Suche nach dir, um dich in seine Bestimmung hineinzuführen, in die Gemeinschaft mit Gott. Und ohne ihn bist du verloren. Wir sind alle darauf angewiesen, auf Errettung und auf Erlösung in Jesu Namen. Und wir haben dieses Empfinden, dass Gott es neu highlighten will in unserer Gemeinde. Dass wir das erbeten, dass wir uns danach sehnen und dass unsere Gemeinde dafür bekannt wird. Wie wäre es, wenn unsere Gemeinde nicht dadurch bekannt ist, was für ein tolles Gebäude wir haben, was für geniale Kaffeesorten wir im Bistro haben, sondern dafür, dass wir Menschen sind, die einen Blick für ihre Mitmenschen haben und die sich nichts sehnlichster wünschen, als dass diese Menschen Heimat finden bei Jesus. Wie wäre es, wenn wir wachsen darin, sprachfähig zu werden in unserem Glauben? Gottes Wille ist es, so heißt es in 1. Timotheus 2, dass alle Menschen errettet werden. Und es gibt nur eine Person, die Errettung schenkt. 1. Timotheus 2, die Verse 4 bis 6. Und das ist Jesus Christus. Der Mittler zwischen Gott und dem Menschen, derjenige, der Frieden stiftet. Der zweite Visionsbaustein. Wir sehen eine Gemeinde, die andere Menschen in Jüngerschaft hineinführt. Was ist mit Jüngerschaft gemeint? Jünger bedeutet, Nachfolger Jesu zu sein, Schüler Jesus zu sein, aber noch weitaus mehr. Eine Person, die sagt, ich gebe mein ganzes Leben diesem Jesus hin. Und er hat ab jetzt Autorität in meinem Leben und er darf in mein Leben hineinsprechen, weil er mein Anfang und weil er mein Ende kennt. Und ich möchte mich von ihm prägen lassen. Ich möchte von ihm lernen. Ich möchte mich von ihm verändern lassen. Er ist es, der das Ganze bewirkt durch den Heiligen Geist. Aber es braucht unsere Haltung, der hineinsprechen darf in meine Lebensbereiche. Wie gehe ich um mit anderen Menschen? Wie lebe ich Gemeinschaft? Wie bin ich unterwegs im Gebet? Wie gehe ich um mit meinen Finanzen? Wie gehe ich um mit meinen Arbeitskollegen? Er darf hineinsprechen. Jesus sehnt sich,
nach Jüngern die ganze Sache mit ihm machen und ich sage, du darfst alles haben und du darfst über mein Leben bestimmen. Wir sehen uns nach einer Gemeinde, die gekennzeichnet ist von Jüngern, die Jesu Gnade erfahren haben und die in aller Begrenztheit, mit allen Sorgen, mit allen Herausforderungen, aber ehrlich und authentisch und leidenschaftlich diesem Jesus nachfolgen. Unsere Region braucht Menschen, die Jesus lieb haben. Wir als Gemeinde, wir wollen zu Jüngern machen. Zu was denn sonst? Wir wollen die nächste Generation prägen. An Jesus Nachfolgern. Warum? Weil es unser Auftrag ist. Matthäus 28, geht hin in alle Welt und mache zu Jüngern. Wie? Indem ihr sie tauft und indem ihr sie lehrt. Wie wäre es, wenn unsere Gemeinde dadurch durchzogen ist von wahrhaften Nachfolgern Jesu? Der dritte Visionspunkt. Wir sehen uns nach einer Gemeinde, die gesellschaftsrelevant ist. Jesus hat zu uns gesagt im Missionsauftrag, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und im hohenpriesterlichen Gebet in Johannes 17 betet er nicht darum, dass der Vater seine Nachfolger, die Gläubigen von dieser Welt nimmt, sondern es wird deutlich, dass er uns sendet wie Schafe unter Wölfe. Es gibt hier einen Auftrag für uns in dieser Region, Jesus bekannt zu machen, ihn lieb zu haben, mit Wort und mit Taten. Und ich bin davon überzeugt, dass der größte Beitrag in die Gesellschaft ist, eine Person, die Jesus kennengelernt hat und durch den Heiligen Geist verändert wurde. Warum? Weil sie in Beziehung mit dem Heiligen Gott getreten ist. Weil sie dazu befähigt worden ist, durch den Heiligen Geist Reich Gottes Kultur zu leben. Es tut mir leid, das kannst du nicht ohne den Heiligen Geist. Du kannst liebevoll mit anderen umgehen, gar keine Frage. Personen, die an Jesus nicht glauben, können vielleicht besser in Erziehungsfragen sein, können vielleicht den Anschein haben, natürlich auch zu lieben, gar keine Frage. Aber es ist eine ganz andere Dimension, wenn du bewegt worden bist durch den Heiligen Geist. Nur dann hast du Zugang zu allem geistigen Segen, mit dem wir gesegnet worden sind, Epheser 1, Vers 3. Wie wäre es, wenn unsere Region hier durchdrungen wird? Wenn die Leute sagen, hier fehlt etwas, wenn es die CGL-Ding nicht gibt. Wenn sich Menschen noch mehr in den Vereinen dieser Region engagieren, noch mehr in Politik, noch mehr in Gesellschaft. Ja, warum? Um das Miteinander zu stärken. Um durch Wort und manchmal auch durch Tat auf Jesus zu weisen. Ihm zur Ehre. Ihm zur Ehre. Der vierte Visionspunkt. Wir sehen eine Gemeinde, die gottgewirktes Wachstum erlebt. Auch hier könnte ich vielleicht sagen, ist das so ein richtiger Visionspunkt? Was soll das eigentlich? Es war für uns damals wichtig, 2019 das festzuhalten, weil wir merken, diese Gemeinde gibt es schon über 100 Jahre. Und sie hat immer wieder Veränderungen erlebt. Von einer kleinen Gemeinde zu einer größeren Gemeinde noch zu einer noch größeren Gemeinde. Und früher, als ich klein war, ging ich hier schon in die Gemeinde und habe ich irgendwie jeden beim Namen gekannt. Das kann ich heute nicht mehr. Gemeinde hat sich verändert. Und es macht was mit einem, vor allem wenn man schon lange in Gemeinde dabei ist. Und dann bewusst diese Entscheidung zu treffen, ja, aber vom Wort Gottes her ist Gemeinde doch auf Wachstum angelegt, in die Breite und in die Tiefe. Und wir sehen uns danach, dass noch mehr Menschen zum Glauben an Jesus kommen. Dann nehmen wir diese Wachstumsschmerzen auch in Kauf. Warum? Weil es ist nicht unsere Gemeinde. Es ist doch Jesu Gemeinde. Es ist nicht unser Auftrag, es ist doch sein Auftrag, an dem wir Anteil haben dürfen. Und so haben wir bereits erlebt, wie in den letzten Jahren sich Gemeinde verändert hat.
allein schon von der Größe und dadurch Fragestellungen auf uns zukommen, die so nicht auf uns zukommen würden, wenn Gemeinde nicht so wachsen würde. Aber wir haben ein entschiedenes Ja dafür. So sehen wir also am Horizont eine Vision aus 4 Punkten. Wir sehen uns als Mehrgenerationengemeinde. Das ist für uns ein wesentlicher Wert. Alle Generationen vertreten. Hier geht es nicht nur darum, dass wir unterschiedliche Angebote haben für unterschiedliche Generationen, sondern dass wir uns gegenseitig wahrnehmen als Generation, dass wir voneinander profitieren, dass die Jüngeren wissen, okay, sie werden eines Tages auch älter sein und dass die Älteren wahrnehmen, wir waren auch einmal jung und dass wir voneinander lernen können, füreinander einstehen können, dass wir gemeinsam unterwegs sind von Generation zu Generation. Und so sehen wir eine Mehrgenerationengemeinde, die alle mitnimmt zur Ehre Gottes, die in der Region Jesus bekannt macht, die andere Menschen in die Jüngerschaft führt, die gesellschaftsrelevant ist und die mit Gott gewirktem Wachstum rechnet und es erlebt. Auf dem Weg dorthin werden Herausforderungen auf uns warten. Auch hier erinnere ich an Nehemia, der die Mauer gebaut hat. Aber er hatte diese Vision empfangen. Und so war er unterwegs. Wir wissen nicht, was in Zukunft kommt. Wir wissen nicht, wie die politische Lage in unserem Land sich entwickelt. Wir wissen nicht, wie sich Gesellschaft weiterentwickeln wird. Wie die globale Weltlage sich darstellt in mehreren Jahren. Aber wir wissen eins, dass Jesus Christus der Herr seiner Gemeinde ist und dass wir doch eingebettet sind in seine große Geschichte, in diese Zeit hinein. Und das bleibt bestehen und das macht uns mutig, erwartungsvoll und dafür wollen wir uns engagieren. In den Visionsforen sind verschiedene Punkte genannt worden, wo wir das Empfinden hatten, dass es sein könnte, dass Gott hier auch etwas Neues der Gemeinde hinzufügen will. Wir haben unter anderem diese Grundstücke hier rechts und links dazugekauft, mit der Option, dass hier drauf vielleicht ein soziales Projekt entsteht, um gesellschaftsrelevant nach Keltern hinein in die Region hineinzuwirken, um Menschen in ihren Bedürfnissen zu begegnen und ihnen zu helfen und sie zu unterstützen. Menschen, die vielleicht sonst in der Gesellschaft übersehen werden. Der Gedanke der Gemeindegründung wurde genannt. Auch hier sind wir unterwegs. Wie wird sich das konkret gestalten? Wir wissen es noch nicht, aber wir machen uns auf den Weg. Auch eine Jüngerschaftsschule wurde genannt, damit junge Leute ausgerüstet und ausgebildet werden zu Jüngern Jesu und dass sie gesendet werden in die Region und darüber hinaus bis an die Enden der Welt. Es lohnt sich, sich auf den Weg zu machen. Ich darf euch als Lobpreisteam nach oben bitten. Und ich möchte uns einladen, diese Gedanken der Vision 2030 mit nach Hause zu nehmen. Dafür gibt es auch diese Faltkarten. Und darüber ins Gebet zu gehen. Und für diese Vision zu beten, dass sie sich realisiert im Sinne Gottes. Es ist nicht unsere Vision, es geht nicht um uns. Wir wollen nicht unser eigenes Reich bauen, sondern es geht um Gottes Reich. Es soll nicht unser Wille geschehen, sondern es soll Gottes Wille geschehen. Und dann zu überlegen, wie möchte ich mich damit einbringen, mit ehrenamtlichem Engagement. Diese Gemeinde besteht nur dieses vielfältige Angebot, weil sich über 100 Leute hier in der Gemeinde ehrenamtlich engagieren. Warum? Weil sie einen Grund und eine Antwort dafür gefunden haben. Weil sie Teil dieser großen Ekklesia sein wollen, dem Leib Christi, und das hier runterbrechen in der CG Elmding. Und diese Gemeinde kann nur so gelebt werden, weil es viele von euch gibt, die schon seit Jahren oder kurzfristig oder einmalig spenden. Diese Gemeinde finanziert sich ausschließlich aus Spenden. Und wir sind so, so dankbar, wie Gott in der Vergangenheit versorgt hat. Und wir vertrauen darauf, dass er auch in der Zukunft versorgen wird. Wir sind dankbar für Leute, die das auf das Herz bekommen haben, dieses biblische Prinzip, den Zehnten monatlich zu geben, 10% von ihrem Einkommen. Treu, teilweise schon seit Jahrzehnten. Dinge, die man gar nicht so mitbekommt, die aber gelebt werden. Warum?
wegen dem Wind in den Segeln, weil sie sich bewegen lassen von dem Heiligen Geist. Was wäre, wenn? Ich würde gerne schließen mit einem Bild aus der Bibel, aus Offenbarung 3, das mir heute Morgen gekommen ist. Am Anfang der Offenbarung werden die verschiedensten Gemeinden angeschrieben. Und Jesus Christus als der Auferstandene und als der Erhöhte spricht den Gemeinden etwas Spezifisches zu. Und mir sind die Worte von Jesus an die Gemeinde Laodicea neu ins Herz gefallen. Und ich habe das Empfinden, dass es etwas sein könnte für uns als Gemeinde und vielleicht für den einen oder anderen persönlich von uns. Dort heißt es in Offenbarung 3, ab Vers 15, ich kenne dich genau und weiß alles, was du tust. Du bist weder kalt noch heiß. Ach, wärst du doch das eine oder das andere. Aber du bist lau und deshalb werde ich dich ausspucken. Du bildest dir ein, ich bin reich und habe alles, was ich brauche. Mir fehlt es doch an nichts. Da machst du dir selbst etwas vor. Du merkst gar nicht, wie jämmerlich du in Wirklichkeit dran bist. Arm, blind und nackt. Darum solltest du dich endlich um den wahren Reichtum bemühen, um das reine Gold, das im Feuer geläutert wurde. Nur dieses Gold macht dich reich und nur von mir kannst du es bekommen. In diesem Bibeltext geht es um drei Zustände, um heiß, um kalt und um lau. Und ich bin so groß geworden mit dieser Auslegung, dass es darum geht, leidenschaftlich Jesus nachzufolgen, für ihn zu brennen. Und es wird ja vor allem mit diesem heißen Wasser verknüpft. Vom biblischen Zeugnis her ist da etwas dran. Es geht um klare Nachfolge Jesu. Aber diese Leidenschaft, die drückt sich nicht immer nur euphorisch aus, nicht immer nur emotional, sondern kann manchmal auch sehr ruhig sein. Kann manchmal auch irgendwo im Hintergrund sein, unbeobachtet, aber in einer tiefen Treue. Mir hilft an dieser Stelle eine Beobachtung, die ich gerne mit euch teilen will. Laodicea, so hat man herausgefunden, war eine Stadt, die keine eigene Quelle besaß. Aber wenige Kilometer nordwestlich von ihr lag Hierapolis. Und diese Stadt, sie hatte heiße Quellen, Thermalquellen. Und dieses Wasser aus dieser Stadt Hierapolis wurde durch ein Aquädukt nach Laodicea geleitet. Und genauso gab es auf der anderen Seite eine Stadt, das war Kolossea, und die hatten auch eine Quelle, eine kalte, erfrischende Quelle. Und auch dieses Wasser wurde nach Laodicea geführt. Das Ding war nur das, dass als das Wasser bei ihnen ankam, war es weder heiß und auf der anderen Seite auch nicht mehr kalt, sondern es war lauwarm. Und auf was ich heute Morgen hinaus will, ist dieser Gedanke. Vielleicht spricht hier der Auferstandene und der erhöhte Herr an, dass er uns neu daran erinnern will, ob wir an der Quelle sind. Laodicea hatte keine Quelle. Nur wenn wir von der Quelle des lebendigen Wassers speisen, nur dann werden wir erquickt. Nur dann erfahren wir Lebendigkeit. Nur dann macht das Ganze Sinn mit Gemeinde. Nur dann macht das Ganze Sinn mit Vision. Es braucht diese Nähe und diese Begegnung und es braucht dieses Schöpfen aus der lebendigen Quelle. Und genau dazu will ich uns ermutigen. Es bewahrt uns vor Stolz, wird hier in dem Text auch angesprochen. Es bewahrt uns vor anderen Dingen. Wir brauchen diese Quelle, Jesus als das lebendige Wasser. Und das wünsche ich dir ganz persönlich und das wünsche ich uns als Gemeinde, wohin uns Gott in den nächsten Jahren führen wird.